Viele unserer Verhaltensweisen sind angeboren. Als Automatismus bezeichnet man in der Verhaltensbiologie alle Aktivitäten, die ohne erkennbare willentliche oder äußere Steuerung und Kontrolle des Menschen geschehen. Zum Beispiel Svens Atmung und sein Puls. Nicht Sven steuert das, sondern sein vegetatives Nervensystem. Automatismen können aber auch Teil psychiatrischer Krankheitsbilder sein. Zum Beispiel persönlichkeitsfremde, krankhafte und spontane Handlungen, sogenannte Tics.